Recht herzlich willkommen zur neunten Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, hier ist das Land, was wir kolonisieren wollen oder kolonisieren. Lassen wir mal weiterlaufen. Und ja, was haben wir da? Eine Einladung zum weiteren Föderation. Rechtsklick, ne, war weg oder wieso? Ja, und wir, oder wir. Okay, da ist ein neuer Rivale, Popotic. So, und ich bin dann jetzt am überlegen, wir haben hier so viele nette Berater, ne? Die kosten uns alle Geld, ne? Und das ist viel zu viel hier, wie man sieht. Inflation senken wird es nicht mehr bringen. Wir haben schon Darlehen ohne Ende. Das ist schlecht. Und deswegen habe ich mir überlegt, machen wir das anders. Wir müssen definitiv die Berater erstmal auf der Strecke lassen. Und da kriege ich jetzt leider den Militärberater erstmal raus, auf jeden Fall. Und dann müssen wir gerade nochmal gucken. Ja, ich glaube, wir werden ihn hier auch entlassen. So, dadurch haben wir jetzt definitiv hier ein Plus. Zwar nicht viel, aber etwas. Das müssen wir erstmal zusehen, dass wir das hinkriegen. Damit wir unsere Kredite loswerden. In der Zeit kolonisieren wir ja auch. 654.000 brauchen wir, damit das klappt. Ich zoome mal ein bisschen rein, ne? Und, ja. Dauert halt seine Weile, ne? Die sind jetzt unsere Rivalen. Was haben wir hier? Ein Darlehen wird bald fällig. Wann ist es? 15.9 im September. Das ist noch ein gutes Jahr hin, also halb so wild. Wir nehmen das Risiko ein. Läuft. So, ja. 8. 0,08. Okay, da haben wir Kulturen geändert. Das ist schön. Macht minus 10. Und hier, okay, wir bekommen Fahnen erhöht. Spionageabwehr minus 10, nationaler Handelsang. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das erste. Ja. Gut. Ja, 759 dauert nicht mehr lange. Dann sollte das besser werden. Was macht das Geld? 15 sieht auch nicht schlecht aus. Inflation steigt, aber da müssen wir gerade mit leben, ne? Haben wir hier irgendwie schon jemanden, der von Osten her kommt? Nein, ne? Sieht nicht so aus. Ne, ist wohl kein europäisches, westliches Land, obwohl wir noch westlicher sind, vorhanden. Gut, 813. Ja, Beraterplätze haben wir nicht nur einen, sondern zwei frei. Wie schaut's hier eigentlich noch aus? Alles erledigt, ne? Jetzt bräuchten wir halt dieses, ne? Kein westlicher Nachbar. Versorgungshilfreichweite. 450 und die 2253, das ist nicht wahr, oder? Das würden wir ja nie irgendwas versorgen können, sozusagen, ne? Naja, okay. 918. 919, das wächst langsam. Hier sind wir schon am untersten Ende, ne? Die Moral der Truppen ist natürlich total down, wie man sieht. Aber da müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Inflation könnten wir wie senken, indem wir 75 administrative Macht machen. Ist 1%, 2% würden wir senken.
Schwierig. Ist der gestorben? Ne, der lebt noch. Alles gut. Eins Prestige. Okay, und die Kolonie ist jetzt hier selbsterhaltend. Okay, und dann sieht man, dass wir gleich zwei Taler mehr haben. Und da sind wirklich zwei fürs Kolonisieren, ne? Ja. Okay, da sind ein paar nette Einheimische, die gewonnen haben. Einfach aus dem Grunde, weil unsere Moral total down ist. Wegen dem nicht finanzierten, ne? Machen wir zu, machen wir hier auf und wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Geld. Was kostet denn, wenn wir die... Ja, sind wir wieder bei 2, ne? Erhalte 5 Prestige, okay. Jetzt können wir die Moral mal heben. Und dann mal schauen. 1,13 ist die Bilanz, okay. Können wir zurückbezahlen? Ja. Machen wir dann. Ja, nicht, das sind die, die möchte ich nicht. Moral steigt. Moral ist ziemlich gut. Ich würde es mal gerade nochmal probieren und gucken, was passiert. Aha, jetzt haben wir gewonnen, dann geht das auch. Wie sieht es in Manhattan aus? Da auch noch welche? Ja, aber da gewinnen wir sofort. Stellt sich dann die Frage, ob wir da 1,6 Bilanz wäre das jetzt. Wenn wir wieder machen, dann sind wir wieder im Minus. Schwierig, ne? Wir müssen erst gucken, dass wir unsere Truppen bzw. Kredite abbezahlen, weil die Kredite kosten uns ja auch Darlehenszinsen. Zinsen da oben, 0,73, okay, hätte ich jetzt mit Schlimmerem schon gerechnet. Das geht ja sogar noch. 1,59. Manhattan war einfach wichtig, ne? Wegen... Sag schon. Hier oben sieht man's. Hudsonmündung und... Ne, ist ein milder Winter, da hat nichts zu sagen, aber das würde einen Handelseinfluss steigern. Ja. Wir können da noch mehr Eingeborene angreifen. Machen wir erstmal. Es gibt keine Eingeborenen, die angegriffen werden können. Ne, das wollte ich gar nicht jetzt hier. Das wollte ich. Wenn ich jetzt einen Kolonisten sende, dann habe ich 0,4 minus. Das ist noch ein bisschen viel. Ja, Einheiten haben Verluste erlitten, also kein Problem, das regeneriert sich wieder. Gucken wir mal insgesamt, was wir hier noch so haben. Huronen sind unsere Feinde. Verliere eine Stabilität, verliere eine Inflation. Halte 3 Inflationen. Dann nehme ich natürlich das und werde diese gleich hierüber wieder senken. Da auch nochmal. Gut. Haben wir gegen angekämpft. Da waren wir. Das ist alles gut. Das kennen wir jetzt schon. Ja, zurückzahlen geht auch. Wunderbar. Glaube, das können wir so lassen, ne? Großer Handelseinfluss.
Und hier schöpfen wir ab, oder? Übertragen und da schöpfen wir ab. Genau so ist es. Das passt schon. Nein, das war nicht unser, oder? Nein. Da waren wir gerade. Dann gehen wir hier weiter. Ja, das dauert noch einen kleinen Moment, aber haben wir auch bald schon. Voll hier. Nicht unser, gut. Hier nochmal reingeguckt. Wir fehlen uns. 1459 Punkte, 1369 ist nicht mehr, 90 sind es nur noch. Kriegen wir auch zusammen. Hier läuft nichts, ne? Entdecker brauchen wir nicht so wirklich jetzt. Tendenziell neige ich hier zu Offensivideen oder sowas zu nehmen. Dem Entdecken. Einen können wir uns gerade mal leisten. Und nein. Ja. Das ist jetzt nicht so. Das wäre schon interessant, religiöse Opfer. Stabilität weniger als 1, das, ja. Herrscher mit höherem Regierungsgeschick haben als 3. Können in eine Technologie investieren, das ist diese und das werden wir auch definitiv tun. Docks können wir da bauen. Darlehen 29 können wir auch zurückbezahlen, okay. Jetzt haben wir ein so hochseetaugliches Schiff. Ja. Kolonialreichweite gestiegen. Ja. 10% wird der Unterhalt teurer. Da verlieren wir Soldatenzahl und da Disziplin. Eine Generation von Feiglingen, ja. Ja, was machen wir da? Tendenziell neige ich zur Bekehrt-Aktion. Da verlieren wir zwar Soldaten, aber... Ja, komm. So, was macht's Geld erstmal nochmal gerade? 1,83, okay, wir kommen der Sache näher. Und Darlehen haben wir hier. Da muss ich mal gucken, kann ich schon eins zurückzahlen? Nein. Nee. Doch, hier gibt's welche. Ah nee, das ist jetzt, hat sich gerade geändert. Dann kann ich auch das älteste, glaube ich, zurückzahlen. Gesamt 30,74 muss ich bezahlen im September. 15, 16, 17. Okay, dann kann ich das zurückbezahlen. Das machen wir jetzt auch. Weil dann geht der Zinssatz ja auch runter. Dadurch machen wir wieder ein Plus. 1,93. ja. Können wir aufnehmen. Jetzt müssen wir erst wieder Geld warten. Da rein würde bedeuten, dass wir dort 2 wieder abziehen müssen von unserem Geld. Also geht das auch nicht. Aber wir können hier eine neue Technologie machen. Mittelalterliche Administration. Nordamerikanisch minus 2, plus 250. Komm. Er speichert gerade ab. Haben wir es gemacht oder nicht? Machen wir. Beutehäutender Mann ist gestorben, aber wohl nicht unser.
Also, das ist das. Produktionseffizienz erhöht sich um 10%. Kann Rebellen unterstützen. Okay. Da passt noch alles. ...1,97. Das heißt, wenn wir noch ein Darlehen tilgen könnten, was wir auch machen können wohl, könnte es sein, dass wir über 2 kommen. So sieht es aus. Und dann würde ich schon fast sagen, machen wir das oder machen wir das nicht? Wir können jetzt einen Kolonisten senden. Der würde uns 2 kosten, glaube ich. So, kolonisieren wird jetzt laufen. Hier geht's voran. Die Irokesen werden sich dagegen wehren. Soldatenzahl steigt, das ist okay. Und dann müssen wir hier gucken, wie es läuft, ne? Das wird ziemlich langwierig, weil, ne? Kennen wir ja schon. Die sind da irgendwie gegen. Und wir probieren es aber. Unsere Truppen, 14 Truppen sind ja gut versorgt momentan. Gucken wir nochmal. Siehst du, 3 kleine Taler. Ne? Ist, keine Ahnung, wie man das nennt. Kreuzer oder was. Das dauert jetzt nur ein bisschen. So. So, Kolonie können wir vielleicht irgendwie auch mal gucken. Nein, wollen wir nicht. Ja, die müsste man eigentlich ausbauen, ne? Aber das können wir doch definitiv zur Kernprovinz machen, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Gut. Hier sieht es jetzt diesmal besser aus, oder sehe ich das? Wir haben einen freien Beraterplatz, ja, ja. Da den Tilling können wir nicht, das sind 27. Ist der gestorben? Nein. Ehrliches Prestige möchte ich schon behalten, ne? Das macht schon Sinn. Es wird sowieso schwierig sein, das Prestige dahin zu kriegen, wo wir es hinhaben wollen. Das ist noch identisch. Inflation brauchen wir noch nicht senken, ist noch zu niedrig in dem Sinne. Da unten sind die spätmittelalterlichen Militär, ist gleich wieder voranzutreiben. Okay. Das hat geklappt. Hat das finanzielle Auswirkungen? Könnte vielleicht sein, muss aber nicht. Ich glaube, das war einer zu weit. Das ist richtig. Und da geht's dann auch. Ja, machen wir. Heeresmaul erhöht um 0,5. Das ist doch schon mal schön. Ja. Gute Regierungspolitik. Wort von Volk. Könnt ihr selber lesen, ne? Stabilität plus 1, halte 25 der Mächte oder Geld. Wenn ich tendenziell zu Stabilität natürlich neige. Weil dann geht hier auch was. Nationale Entscheidung verfügbar. Ah ja, das sind diese hier. Könnte ich jetzt machen, ne? Haben wir, ne? Und das geht auch, ne?
Nationale Unruhen minus 1 und Stabilitätskostenmodifikator plus 5%. Ich mach das mal einfach. Gut. Darlehen wird bald fällig, okay. Hier ist alles grün. Und was macht's Geld? 0,2 plus, okay. Derzeit greift uns hier keiner an, ne? Wir brauchen auch niemanden zurück. Das heißt, ich würde jetzt doch mal gerade überlegen, ein bisschen den Armeeunterhalt runterzunehmen, damit wir mal gerade Geld kriegen. Damit verlieren wir zwar an der Moral. Föderation treten wir nicht bei, aber wir kriegen auch ein bisschen mehr Geld, dass wir das nächste, die nächsten Schulden bezahlen können. Ne? Wann sind die fällig? Februar 21, okay, das dauert noch, aber 27 ist dann auch schon näher, ne? Gut. Wir haben ungefähr einen Taler hier plus. Würde ich jetzt laufen lassen. Ja. Na, geht natürlich auch ziemlich schnell bis dahin, ne? Wie ist es denn nochmal mit dem Darlehen? War das auch 27? Auch 27. Ist fraglich, ob wir 27 so schnell erhalten, ne? 21, das sind 6 Monate, wenn das jeden Monat einer ist. Das müsste aber reichen, ne? Okay. Tabak, coole Sache. Haben wir woanders auch Tabak gehabt? Kann man das hier sehen? Nein. Da unten habe ich gar nicht jetzt richtig geguckt. Da nicht. Da auch nicht. Bärenfell. Da gibt es Baumwolle, ne? Ja. Bärenfell. Ich glaube, da oben waren alles Fälle, ne? Könnte sein. Ist nicht unser Mann, oder? Nee. Miamisch beliebigen Kreuzgrippe. Expansionsversuche anstreben. Manchmal entstehen Konflikte aus diplomatischen Beleidigungen. Beleidigungskriegsgrund gegen die. Wir könnten die dann angreifen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Machen wir. Gut. Schön wäre es, wenn wir natürlich hier erstmal schaffen würden, ne? Die Kolonie zu kriegen. Und wenn wir die haben, dann erklären wir denen den Krieg. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Können wir zurückzahlen? Ja, machen wir auch. Gut. Ah, der Kriegsgrund läuft jetzt aus. Zack, zack, zack. Mal langsam. Und dann müssen wir hier wieder die Laune hochbringen. Dann bleibt die Bilanz auch noch gut. Geht also. Dann können wir wieder einen Tacken schneller machen. Und der Beleidigungskriegsgrund ist wann weg? Kann ich das hier auch sehen? Warte mal, Shiriki, Krieg und Pepotisch sind Verbündete. Wir müssen erstmal gucken, wo die sind, ne? Achso, das war eben ein See, ne? Kein Land. Wo sind die denn alle?
hypothetisch auch sie, die beiden hängen zusammen. Und dann bringt das auch nichts, das ist zu riskant, weil dann haben wir gleich 21 Armeen gegen uns. Brauchen wir also nicht drüber reden. Aber es ist schon besser, dass die Moral unserer Truppe wieder besser wird. Gerade noch geguckt, wann das nächste Darlehen fällig ist. 15/22 im März haben wir noch ein bisschen Zeit. Geht mit dem Geld aber knapp. Vielleicht sollten wir doch nochmal hier weniger machen. Ja, doch, das macht schon Sinn. Gut. Machen wir schneller. Und lassen den Kriegsgrund weglaufen. 49 ist das, 19 ist das, und wir hätten dann 60 plus gekriegt. Naja, okay. Gut, ich würde aber sagen, wir sind gut unterwegs, aber jetzt unterbrechen wir erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Kurz das noch angeguckt. Nee, dann nehmen wir das obere und dann ist das geklärt. Machen erst Pause und recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.